Also es deutet sich an, dass es länger dauern wird. Das ist zumindest mal Punkt 1. Wir haben ja gestern wirklich einen spannenden Abend gehabt und keiner hat gedacht, dass die Nacht noch spannender wird. Und dann trat tatsächlich um 2.30 Uhr der Landeswahlleiter vor die Mikrofone und kündigte an, dass die FDP dann doch in den Landtag einziehen wird mit 5%. Das war total überraschend, vor allen Dingen für die FDP selber. Florian Rentsch, den neuen starken Mann der FDP wahrscheinlich, haben wir ja gerade gesehen, der konnte es selber kaum glauben. Aber im Endeffekt bedeutet das gar nichts, denn die CDU und die FDP haben zusammen trotzdem keine Mehrheit. Also es hätte auch ohne die FDP nicht gereicht, mit der FDP auch nicht. Deswegen müssen jetzt irgendwo die Partner her. Und die Zeitungen titeln sowas zum Beispiel, ein Wahlgewinner ohne Partner. Das ist Volker Bouffier hier beim Wiesbadener Kurier. Jetzt kann man natürlich spekulieren, was geht. Zum Beispiel Große Koalition. Thorsten Schäfer-Gümbel will selber Ministerpräsident werden. Also das ist relativ unwahrscheinlich. Wobei man ihm vielleicht ein paar Zucker geben kann und ihn vielleicht doch ins Boot holen kann. Denn er will nur an der Regierung zumindest beteiligt werden. Er hat dann Hintertürchen offen gelassen. Die FDP selbst hat mal gesagt, jetzt vorsorglich, Florian Rentsch vorhin, dass sie möglicherweise doch auch nicht in die Regierung möchte, weil man sich konsolidieren möchte. Das kann man in der Regierung nicht. Deswegen scheidet dann wahrscheinlich auch Jamaika aus. Bleiben die Grünen möglicherweise alleine. Und da schauen wir mal. Ich habe mit Angela Dorn, einer der hessischen Spitzenkandidaten der Grünen, gerade eben noch gesprochen, was sie zu diesem Thema zu sagen hat. Was sagen Sie denn dazu, dass die FDP jetzt auch noch im Landtag ist? Trotz FDP gibt es immer noch keine schwarz-gelbe Mehrheit. Das zeigt mehr als deutlich, es gibt eine Wechselstimmung. Die Wählerinnen und Wähler wollten diese Politik nicht fortführen. Insofern, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Beste draus machen. Ja, was heißt denn das Beste? Alles kann, nichts muss. Gibt es irgendwas, was Sie ausschließen? Wir haben vor der Wahl nichts ausgeschlossen, wir werden auch jetzt nichts ausschließen. Klar ist, wir werden erstmal mit der SPD reden, dort haben wir die meisten inhaltlichen Schnittmengen. Dort können wir am ehesten das durchsetzen, was wir uns auch vorgestellt haben unter einem Wechsel in Hessen. Und alles Weitere müssen wir dann sondieren. Wir stehen ganz klar und verlässlich für einen Wechsel. Aber gehen wir mal weg von der SPD. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die CDU nehmen als möglichen Partner, wie soll das inhaltlich gehen, zum Beispiel beim Flughafen? Wir haben sehr viele inhaltliche Differenzen zur CDU. Beim Thema Energiewende haben wir das gesehen, Flughafen, wie schaffen wir echten Fluglärmschutz. Schulfrieden ist auch eine Schwierigkeit. Die haben immer wieder die Einheitsschule beschrien. Insofern, es müssen sich dann einige sehr bewegen. Das gilt für alle. Das gilt für die CDU, das gilt für die Linke. Wir haben ganz klar gesagt, wir entscheiden nach Inhalten. Wir werden jetzt die kommenden Monate nutzen, um ganz in Ruhe das jetzt gemeinsam zu überlegen, wie es weitergeht. Die kommenden Monate, das klingt wirklich lang. Wagen Sie mal einen Tipp, wie lange werden wir diese typischen hessischen Verhältnisse haben? Da wage ich ehrlich gesagt keinen Tipp, weil es wirklich darum geht, wie kommen die Gespräche voran. Klar ist, wir haben einen Wahltermin, der uns jetzt bis Januar Zeit gibt. Und ich finde, wir sollten auch die Zeit nutzen. Lieber, es kommt etwas jetzt Ordentliches raus, als dass wir etwas übers Knie brechen. Wir stehen auf jeden Fall ganz klar für Inhalte und daran werden wir es festmachen. Also Angela Dorn spricht es an, es kann bis Januar dauern, denn so lange hat hier der alte Landtag wirklich das Amt inne. Man muss sich wahrscheinlich auf eine Hängepartie hier einstellen. Das Problem ist für Volker Bouffier, je länger diese Hängepartie dauern kann, desto eher kann Thorsten Schäfer-Gümbel sagen, also der kriegt es nicht hin und kann möglicherweise da optionieren, rot, rot, grün. Also wenn es lange dauert, hat Thorsten Schäfer-Gümbel bessere Karten, diese rot, rot, grün Alternative durchzuspielen und zu positionieren. Also kann hier lange dauern, wir bleiben dran. Damit zurück nach Berlin.